Mary Beth Tinning wurde am 11. September 1942 im US-Bundesstaat New York geboren. Sie bekam 8 Kinder und adoptierte sogar ein 9. Doch zwischen 1972 und 1985 starben 8 Kinder, darunter das Adoptivkind, alle im Säuglingsalter, nach und nach. Ärzte diagnostizierten fast jedes Mal plötzlichen Kindstod. Erst nach dem Tod des 8. Kindes wurden Ämter und die Polizei aktiv. Am 4. Februar 1986 wurde Tinning verhört, wo sie die Tötung von mindestens 3 Kindern zugab. Das Geständnis widerrief sie jedoch und behauptete, nur unter Druck der Ermittler ausgesagt zu haben. Am 22. Juni 1987 wurde der Mordprozess gegen Tinning eröffnet. Sie wurde zu 20 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Zwischen den Jahren 2007 und 2017 stellte sie 6 Entlassungsanträge, welche alle abgewiesen wurden. Ihr 7. Antrag jedoch war erfolgreich. Im August 2018, nach 31 Jahren Haft, wurde die mittlerweile 75-Jährige auf Bewährung entlassen.